langsam ist es jedem klar, das nächste Frühjahr kommt bestimmt und der April wirft bereits die ersten Schatten vor sich her. Grüß Gott. Den brauche ich nicht. Keine Ahnung, wie ein Föhn funktioniert. Ich bin zu blöd, dann... Ja, auch dieses Jahr gibt es wieder Community-Rides in Form der Patreon-Ausfahrten. Jeder Patreon kann komplett kostenfrei, Freitag, Samstag, Sonntag... Der April wirft Schatten. In allererster Linie in Form einer Schachtel. Auch dieses Jahr ist die Brew Company Broadly... Na, umgekehrt. Auch wir sind dieses Jahr broadly sponsored bei der Brew Company, wobei sponsored bezieht sich darauf, dass die den Kaffee zur Verfügung stellen, den wir dann wegschlappern. Sonst gar nichts, es gibt keine Affiliate-Links oder sonst auch nichts. Die sind einfach nur happy darüber, dass mir der Kaffee schmeckt und dass ich bei den Ausfahrten einen Kaffee anbieten kann. Ich bin auch darüber happy, dass wir eine derart praktikable Outdoor-Lösung für Kaffee haben. Premium Speciality Hand Roasted in Dänemark. Ja, ja, der dänische König hat ja Kaffeemaschine verboten. Genauso wie in Schweden. Und darum sind solche Dinge so dort natürlich außerordentlich beliebt quasi. Am Schwarzmarkt werden horrende Preise dafür gezahlt. Auch deshalb, weil der Kaffee so hervorragend ist. Costa Rica, Honduras. Der hat volle Punktzahl bei Strong. Also das ist für die Leute, die garantiert munter bleiben wollen den ganzen Tag und den nächsten Tag durchgehend, ist der Brasil zu empfehlen. Die Brew Company hat nicht nur Fertigboards, mega strong. Ich glaube, die Brew Company will, dass ich gar nicht mehr zum Schlafen komme. Die Brew Company hat nicht nur fertig portionierten Kaffee, der genau so funktioniert wie so eine Pour-Over-Kaffeefilteranlage. Da ist ein Filter drin, da ist echter Kaffee drin, man leert das rein, das Wasser rinnt durch den Kaffee durch, sammelt sich unten und dann kann man den Kaffee, der unten sich sammelt, sich wieder ausgießen. Das ist quasi eine Outdoor-All-in-One-Kaffeemaschine, wo nur oben heißes Wasser reinkommt. Danach kann man alles auswaschen, trocknen lassen, mit dem eigenen Kaffee befüllen oder mit dem Kaffee der Brew Company, weil die haben diesmal auch Bohnen mitgeschickt. Ich gebe immer rein 2 Esslöffel und dann kann man das mehrmals verwenden. Sollte man es irgendwann nicht mehr verwenden wollen, dann recycelt man das genauso wie alle anderen Tetra-Packs im Haushalt auch und legt es dort dazu. Also ein mehrfach benutzbarer Kaffeebeutel für unterwegs, den man am Ende mit den Tetra-Packs recyceln lassen kann. Ah, das sieht man eh nicht. Das sind auch Bohnen. Da kann ich mir dann meine Beutel mit frisch gemahlen, wobei mahlen. It's a Coffee Grinder. Mit Kurbel. Bin begeistert. Jetzt wird gegrindet. Ah. Jetzt könnte man assoziative Assoziationen anstellen mit Motorgeräuschen von manchen Herstellern. Aber das letzte Mal, dass ein Motor so ein Geräusch gemacht hat. Ja, ist lange her, aber da werden wir nachher zum Specialist-Händler bringen müssen. Also, für 2 Tassen, wobei Brew Company, für alle, die bei der Frühjahrsausfahrt mit dabei sind, können schon mal ein bisschen ein Gusto haben. Wir werden dort auch andere Tassen haben, vielleicht nicht nur die. Ich freue mich auf April und auf den Kaffee. Gemütliche 35 Kilometer, 1000 Höhenmeter, 8% Restakku, ach, das geht ja locker aus. Da haben wir noch Luft nach oben. Safe. Jetzt gehen wir Kaffee machen.